2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Okay, ZZ1 haben verdient den Meistertitel geholt. Über die ganze Saison gesehen die Besten von den Besten gewesen. Die Liga dominiert und auch in den Playoffs gezeigt, aus welchem Holz das geschnitzt sind. Gibt es natürlich auch bei den Besten noch die Besten. Und das sind aus meiner Sicht erstens mal der Goalie Flühler, der sich ein paar Mal bewährt hat. Wo hat man so Rückschläge verkraftet. Aber dann vor allem der Severin Blindenbacher, der der Verteidiger war, der über die ganze Saison raus und insbesondere in den Playoffs gezeigt hat, wie man eigentlich spielen muss. Er ist robust, er ist facettenreich, er kann das Tempo variieren und hat in den Playoffs eigentlich seinen Stempel aufgedruckt. Das ist für mich also der MVP von den Playoffs. Zwei Sachen gefallen mir an den Playoffs nicht. Das ist erstens einmal der grauenhaft gelbe Kübel und dass die Meisterschaft in Penaltyschüssen entschieden wird. Erstens einmal der Pisspot. Ich meine, welcher Designer kommt auf so eine schreckliche Idee? Und zweitens, muss man überhaupt so einen Designer anstellen? Wir haben ein wunderbares Beispiel, das sehen wir heute im Fußball-Cup. Wie ein Pokal ausgesehen hat, das ist auch etwas, was man in den Becherschrank stellen kann. Der gelbe Pisskübel, den kann man nicht in den Becherschrank stellen, da müssen sich alle schämen nachher. Das ist mal das Erste. Einfach ganz normaler Pokal mit Henkel, Bändeli dran und gut ist. Und dann aufhören mit den Penaltyschüssen in den Playoffs. Das hat mit Playoffs nichts zu tun. Das ist Scheibenschiessen und hat überhaupt keine andere Anforderung als ein bisschen Nerven für den Schütz. Spiel letzte Nacht, St. Louis gegen Chicago. Unglaublich, wie die Leute voneinander losgehen. Wenn man das vergleicht mit dem Playoff-Final bei uns in der Schweiz, dann hat man das Gefühl, das sind verschiedene Sportarten. Also da fließt Blut, da wird auf den Mann gespielt. Das ist unnachgiebig bis zum letzten Moment. Da wird keiner geschont. Und dann haben wir noch einen wunderbaren jungen Mann gesehen, Nathan McKinnon von Colorado. 18-jährig, 4 Punkte in einem Spiel. 7 Punkte insgesamt in seinen ersten beiden Playoff-Matches. Das ist unglaublich. Junge Leute, die sich so durchsetzen. Fantastisch. 2 Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.